So, und damit willkommen zu einer neuen Runde GTA-RP. Ja, wir fahren jetzt gleich runter zu LST. So. Achso, ich will mal kurz eine E-Mail checken. Ja, ist doch gut, ey, dieser Sound. Der ist so anstrengend. Nichts Neues. Feuerwehr 24, danke für den Follow und willkommen. Schön, dass du mir streamst, damit ist das nicht ganz nett, dass du mir gefolgt bist.
So. So, was haben wir denn auf dem Konto? 97.000, sieht noch gut aus. Hinsetzen. Jo. Dann haben wir jetzt mal ein bisschen Office, nämlich die für mich so ein bisschen Dienstag so als uns rausgestellt hat, so ein bisschen gucken, wer denn letzte Woche wie lange da war. So, und dafür brauche ich einmal meine Abwesenheitsliste. Dann ist eigentlich schon überhaupt eine Runde selber gefahren hier. Die 26. Ne, zwei Runden. So. Guckt irgendeiner da? Und atmen. Jede Menge Ausbilder da hier und so Zeug. So, dann. Kann ich erstmal ein bisschen hier bleiben, weil ja ein paar Ausbilder auch da sind. Hello. Ich höre dich wieder nicht. Hello? Hallo Herr Wag, können Ja, Sie mich jetzt höre hören? ich Sie. Ja. Wundervoll. Ja, Alles Hallöchen. klar. Jo, bei dir. Ja, auch. Kann Ich mich habe eine nicht beschweren, Frage. außer dass wir immer noch keine Subventionsgelder haben. Ansonsten ist alles Töfte. Super.
Ja, ich meine, das ist der fünfte. Der Barry hat gestern sich wieder drum gekümmert. Er hat gestern wieder angerufen, ich kann es bestätigen. Okay. Ja. Was haben die gemeint? Ist halt das Casa. Die können halt immer sagen, wir können es weiterleiten. Okay. Die sind auch darauf angewiesen, weil wir sind ja nicht das einzige Unternehmen, was mal so lange darauf wartet. Ja, das ist super. Da gibt dann noch so ein paar Taxiunternehmen und so, weißt du? Ja. Ja gut, dann sagen wir vielleicht doch nichts bezüglich der Tankkosten, oder? Also, ja, ist besser so, ja. Ich glaube, das werden wir dann mal nicht ansprechen. Ja. Ja. Kurze Frage, ob du das genauso siehst. Ich würde vorschlagen, weil Ernesto so hier ziemlich durch die Ausbildung durchgeht, dass wir trotzdem erstmal sagen, dass er 2-3 Tage selber fahren soll. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, da gebe ich das nochmal in die Ausbildergruppe, damit er es nicht übertreibt. Der ist halt 2 Runden auch selber gefahren, aber das auch dann ein bisschen. Also Streckenfestigung soll halt schon kommen. Auch weil City 1 ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Nordlinie. Ja. Ja. Okay, gut, dann schreibe ich das ja in die Gruppe. Okay, alles klar. Gut, dann mache ich jetzt ein bisschen die Abwesenheitsprüfung, wer letzte Woche da war und wenn nicht. Und dann. Ja, ich bin auch gleich schon wieder weg. Alles klar. Also ich fahre nur gerade noch mal ein bisschen so einen Teil von der Sightseeing-Tour durch. Ich habe auch gerade schon Fehler gemacht. aber die ganze habe ich dann auch keine Lust drauf. Das ist mir zu viel. Das glaube ich dir. Ja. Ja. Okay, alles klar. Ja, dann mach's gut. Ciao. Tschüss. Muss ich gerade mal gucken. Hier waren die Dings. Ich wollte ja sagen, Samstag. Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag sind dann 3 Tage. So, dann, steht denn das Kalender?
So, gut, dann gucken wir mal. Javi 35, Alice 15 Stunden, trotz ihrer langen Sperre 12 Stunden geschafft. Wow. Nicht schlecht. Dann Endo. Endo war, glaube ich. Was hat der in die Mail geschrieben? Ne? Abwesenheiten hier. Des 23. Das hat er am 18. geschrieben. Das heißt vom 25. Ja, okay, das war die Woche. Ja, mal kurz gucken. Wo packen die denn hier eigentlich meine E-Mails hin? Die überhaupt schon archiviert? Dann können wir das notieren. So, also wir haben Andrew Evans, 1 Stunde 16 Minuten. So, dann haben wir ja Clarkson. Alter.
Dann haben wir hier 7 Stunden. Der wird wieder knapp drüber. Eric war, glaube ich, noch im Urlaub bis 1.9. Okay, das ist in Ordnung. Jeder war, das war im 5. sowieso nicht, wie sehe ich gerade gesehen. Und das brauche ich nicht prüfen. Das brauche ich nicht prüfen. 21, wofür war der Mist? Okay, krass, ich bin nicht mitbekommen. Hier ist eh. Wild. Ja, Check ist ja zwischendrin eingestellt worden, das zählt nicht. John. Lea ist auch drüber. Lano ist es auch drüber. Auch wobei das bei ihm eh nicht zählt wegen Dingens. Dann haben wir Matt. Gestern Urlaub. Momo hat die Stunden geschafft. Nate hat knapp die Stunden geschafft. Ob hätten wir diese Arbeitszeit nicht, wenn wir manche die Stunden nicht schaffen? Würden sie, glaube ich, manche gar nicht in Dienst kommen. Oleg Orewski. Ja, 18. Pablo, 11. Ryan, das ist eigentlich auch immer easy, wollen wir nicht gucken. Toshi. Was ist denn hier los? Am 28.8., der war gar nicht im Dienst letzte Woche. War bis 1. Ne, bis 28 nach dem Urlaub. 28.8. war welche? Ja, gut, okay, das war letzte Woche Mittwoch. Oder Donnerstag. Da wird das auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Easy. Tom auch easy. Hier ist nochmal so ein Wackelkandidat. Hat es aber auch geschafft. 5:49, okay. Ja.
Ja. Und ist gar nicht mehr da. Okay. Ach, wir haben ja schon. Wow. Ja. Sich nicht schon wieder rausgenommen mit Ausbildung. Was ist denn mit dem? Nehmen wir jedes Mal abends Zeit für den und dann ist er immer nicht da. Das ist nicht so cool. Stone? Ja, ich bin Sai. Hallöchen? Frage, du hast dich jetzt schon zweimal ausgetragen für Ausbildung? Ist irgendwas los, oder? Nee, ich habe von Dynasty eine Meldung bekommen, dass ich heute meine neue Wohnung beziehen kann. Drum weiß ich jetzt nicht, wie lange das dauern wird. Drum habe ich mich vorerst mal ausgetragen. Ach so, okay, weil wir nehmen uns ja schon immer Zeit, ne? Für dich, das ist also nicht ganz so Ach cool. so. Ja, nee, dann komme ich natürlich. Dann verschiebe ich Dynasty. Ist Ja, ja nicht weil. so das Problem. Ja, alles gut, du kannst dir ja ruhig einen Schlüssel holen, aber ne, also wenn du dich halt zweimal so kurz nicht ausziehst und ich nehme mir Zeit dafür, ist das halt irgendwie nicht so schön, ne? Also. Ja, nee. Hast du denn deinen Führerschein schon? Ah, okay. Ja gut, aber morgen ist das dann fest bei dir, oder wie? Morgen ist dann fest, ja. Ja gut, dann, nee, dann mach ruhig, dann, ja. Dann nehme ich mir morgen die Zeit, ne? Ja, tut mir echt leid. Ja, alles gut. Ist ja nicht so schlimm, aber, ne? Passt schon. Gut, dann sehen wir uns morgen, ne? Okay, dann morgen. Okay, dann bis dann. Okay, Ciao, ciao. bis dann, ciao. So, Leute. Und dann fahren wir noch ein bisschen. Das ist halt nicht so cool, wenn man dann so gar nicht da ist. So, dann ziehen wir uns mal ein bisschen Dienstkleidung an. Ziehen wir mal die lange Hose an. Ich mag das irgendwie nicht so ganz mit den Dingens hier. Sieht uns ein bisschen albern aus.
So, nee, da fahre ich halt zumindest 2 Runden. So. Dann war 2 unterwegs. In der City 2 ist unterwegs. Okay. So. Da müssen wir gleich mal fragen, wo Lea ist, falls sie jetzt hier nicht gleich irgendwo auftaucht. Ja, so viel kann man die Dings ja noch bestätigen, den Termin. Wusste, dass der noch auf dem steht?
Hi Lea, kurze Frage. Bist du noch mit einem Kollegen unterwegs? Ich bin mit Beinen unterwegs. Okay, was macht ihr Schönes? Die Sightseeing-Dinger oder? Genau. Oder was macht ihr? Ah, okay, gut. Die Sightseeing-Testfahrt quasi. Ah, okay, gut, alles klar. Gut, wunderbar. Habe ich gewundert, warum du nicht mit Ausbildung drin bist, aber gut, dann passt das ja. Alles Ja, klar. genau. Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke dir, ne? Dann viel Okay, Spaß. danke. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Warum macht Brian Sightseeing Zeug? Wie sie mit Ausbildung fertig werden? Gut, wenn jetzt eine City 2 gefahren ist, würde ich jetzt immer eine Runde City 1 fahren. Nord 1 fahren. Haben wir auch einen schönen Retrobus, das ist angenehm. Sorry, Jack. Geht ja sogar noch aktuell von der Menge der Auszubildenden her. Oh, stimmt, DJ kann auch mal noch rüber, ne? Der hat ja auch die Freigabe bekommen. Ich bin gerade mal so auf. Hi. Hallo, na du? Ah, wie ist es? Joa, gut, soweit und bei dir? Ja, auch. Na, dann gerne. Warum kopiert das RDP die Sachen nicht, die ich kopieren will? Bleibst du noch oder machst du jetzt Feierabend? Ich bleib noch. Das hört sich gut an. Hab mir mal eine Nord 1 gemobst. Kein Problem, dann fahre ich die CD1. Ist klar. Bist du gerade drin im RDP? Nicht im Schießplan kannst du Okay. rein, also ich bin gerade woanders. Vier, fünf und sechs ist auch nicht relevant. Ah, dann machen Sie das Ausbilderdatenblatt noch nebenbei pflegen. Ja, Nesto ist echt gut durchgekommen mit der Ausbildung, ne? Er hat echt Vollgas gegeben. Wenn man Zeit hat und immer irgendwann antrifft, ne? Und auch nicht, sag ich mal, jetzt der langsamste ist, der lernt und geht, das ist eigentlich auch recht zügig. Ja. Das ist richtig.
Hallo. 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 Na, wie geht's? Ja, bisschen leicht, ganz bisschen Schwung im Kopf, aber geht. Perfekte Voraussetzung. Bisschen, also nur so ganz leicht, oh, weißt du so. Ja. Ist der, was ich von dieser Hitze halte? Abstand. Ist die übliche Matschigkeit. Ja, ja. Die habe ich aber auch. So, schaffe ich es noch in ein paar Sekunden noch die Dings hier rauszulöschen? Die Spannung steigt. Da, wenn ich fährst, geht es später los. Wenn ich mir jetzt noch sagen könnte, wo die beiden Dudeltäubchen unterwegs sind. Ich habe keine Ahnung. Ja, meinst du Lea und Brian? Natürlich. Oder die machen Sightseeing-Dingsbums irgendwie. Ach so, ist es heute? Aber wieso sind nur die beiden? Keine Ahnung. Wie das am Morgen erst, hä? Ja, Brian wollte sich nur irgendwas angucken. Ich habe keine Ahnung. Und ich bin mal auf dem Weg. Zu Jans. Bis später. Jo, bis dann. Ich komme gleich nach. Jojo. Hallo. Der ist auch eine Pappnase. Das stimmt, ja. Ich ruf den gleich mal an. So. Kommst du mit? Ja. Ich werde zwar wahrscheinlich einen guten Teil zwischendrin mit Brian telefonieren, aber. Das passt schon. So, Nord 1. Nur das Nord 1 mal 7. Wie schaut's bei dir so? Was macht die Gunst? Ach, der übliche Wahnsinn. Bist du schon recht früh da heute? Ja, dienstags haut das ja meistens ein bisschen früher hin. Okay. Ist immer so der eine Tag, wo ich mir die Konferenzen immer so versuche, ein bisschen feier zu halten. Na gut dann. Ach ja. Was meistens da, also den Nachmittag halt, weil was meistens daran liegt, dass ich Dienstag nur mehr eine relativ feste um 6:30 habe. Mhm. Und dann nicht noch so ewig lange machen will. Jo. Den letzten. Weil ich gestern irgendwie noch bis, keine Ahnung, 11:30 mit Ella gequatscht habe. Ich habe ja mit einer solchen Ausbildung gemacht die letzten Tage, da ist er sehr gut durchgekommen. Genau. Deswegen habe ich ja, ihr habt ja schon gesehen, dass eine kleine Sperre jetzt erstmal so ein bisschen fängt, dass er erstmal ein bisschen fahren soll. Ja, der macht das aber verdammt gut. Ja, klar, aber ne, weißt du, ja, wir wollen klar, das ja nicht mehr so durch. Ich würde sagen, der soll ja nicht mal eben in einer Woche durchgekloppt sein. Ja. Also gut, ich ruf mal hier. Na klar. So ein kleinen Ferryboy an. Info-Hotline, das SLPD ist, was kann ich für Sie tun? Ja, Wag, Alice Transit, hallo. Ich bin gerade mit der Nord 1 Richtung Walter gefahren und das ist ja diese große Baustelle, ne? Ja. Und dort in dem Bereich habe ich gerade ein längeres, mehrfaches Hupen von einem Auto gehört. Weiß nicht, ob da irgendeiner in den Kofferraum gegangen ist oder so. Sie meinen am BPD? Nein, wenn Sie Richtung Walter fahren, da ist ja die große Baustelle. Ja. Genau, und dort in dem Bereich. Ich habe es nur gerade beim Vorbeifahren gehört. Weil ich gerade im Bus sitze. Okay, genau, ich sag Bescheid. Soll ja. Hinschicken, genau. Alles klar. Genau.
Ja, alles klar. Bis denn. Bis dann. Tschüss. Ja, nach Betriebsstörung, Strawberry wieder aktiv. Zack. Ach, Brian. Ja. Ja, die ging auch schnell. Ja. Was hat er gemacht? Hat richtige Dinge zu tun. Nein, ach, die machen ja. Er macht ja gerade nochmal Generalprobe, bevor der Donnerstag die Fortbildung hat. Ja, zieht doch gut an. Ja. Kann das sein, dass ich. Ich bin gegrillt, wieso er das unbedingt mit Lea machen muss, aber er meinte, war wohl vorhin. Der Einzige, und der hätte auch alle anderen gefragt. Kann das sein, dass Leon und Brian sich sehr, sehr gut verstehen? Oder? Kommt das mal so vor? Ich will jetzt nicht spoilern, aber potenziell ja. Okay. Also, naja, das ist ja nicht spoilern, dass man muss ja nur die mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Also. Ja, gut, ich meine, ich weiß nicht, wie offiziell die es halt haben wollen. Ja, naja, das ist gut. Also Gerüchten zufolge scheint da auch schon was zu laufen. Warum nicht? Wem es gefällt? Ja, was soll ich machen? Wie gesagt, ich glaube, Brian will es halt nur nicht so, dass es sich rumspricht, aber ich glaube, das ist relativ offensichtlich aktuell. Ja. Das bekomme sogar ich mit. Ich will gerade... Du kennst mich. Ich war gerade, das ist eigentlich das beste Argument bisher dafür, dass es vielleicht auch nicht richtig ist. Ja. Ach ja, der ist doch okay. Jo. Übrigens, ich bin aktuell im Überlegen, ob ich jetzt mal so ein, zwei Wochen quasi Urlaub mache. Mhm. Also, dass ich ein, zwei Wochen nur für wirklich die wichtigen Sachen zur LSC komme, weil ich mal gerade am Überlegen bin, ob ich jetzt mal so, mich jetzt einmal kurz ein, zwei Wochen so ein bisschen bei LSC zurücknehme. Also, ich einmal die Ausbildung beim ACLS fertig machen kann. Ja, mach doch. Dass ich da ein bisschen entspannter das machen kann. Ja. Es wäre ja sowieso dann trotzdem ganz normal erreichbar, nur ja. Dass ich dann halt zu LST immer nur kommen würde für Nötigsteimer und
Ja. Mit dem wichtigen Orga-Kram, den nur du machen kannst. Ja. Ja, sagen, das meiste halt können ja die anderen auch machen. Ja. Ja, ich meine, ich mache ja jetzt schon echt wenig Orga-Kram. Ich bin ja eigentlich eh nur für Rücksprache halten und Entscheidungen treffen, geführt zu 90% aktuell da. Ja, so wie es hier auch machen soll. Ja. Also so wirklich. Juliana. Arbeitskram. Nord 1 bis City 1 kommen. Nord 1 hört. Hattest du gerade die CD-Info angerufen, wegen einem hupenden Auto kommen? Ja, genau. Wo stand denn da genau das Auto? Weil die waren gerade da, haben aber keins gesehen oder gehört. Ich habe das nur, wie ich es auch durchgegeben habe, nur im Vorbeifahren mitbekommen. Das Alarmanlage. Also, hast du keins gesehen, also nur irgendwie was zu hören. Okay, alles klar. Check. Na genau, check. Check, geh wieder so weiter. Gut, CD 1 Ende. Die, ne? Ich gebe den weiter, ich habe beim Vorbeifahren mehrfaches Hupen eines Autos gehört. Also Alarmanlage. Ja, Alarmanlage, ne? So. Das ist Wort nicht eingefallen. Okay. Gott. Ich hab die heute gar nicht übernommen. Ist. Aber auch spannend, ich habe mit der Privatnummer angerufen, ne? Und habe halt nur erwähnt, dass ich im Bus sitze. Und da gehen sie davon aus, dass es jemand von Alice Transit war. Ist auch schön. Ja gut, wusstest du ja was für Transit. Immer dieser Busfahrer. Ach ja. Der Decker und ich werden übrigens auch zusammenziehen. Okay. Aber nur freundschaftlich. Gerade, ich wollte gerade sagen, aber dann... Bei Jackie nie bei Team? Bei mir. Bei dir? Okay. Ja. Aber du hast doch. Was hast du für einen Schnitt? 90er. Ich wollte sagen, das ist nicht mehr Maritim, weil ihr hattet ja vorher beide Maritimen schon mal. Ja, 90er schon. Deswegen dachte ich gerade auch erst, dass du zu Jack dann, weil Maritim ist ja eigentlich so der perfekte WG-Schnitt. Na gut. Ich bringe noch euch die Couch, hat er gesagt, und so ist okay für mich. Na dann. Habt ihr genug. Ja, ich würde sagen. Das ist ja trotzdem. Ah, ne, Schumesh, die Ecke da, wo er da wohnt. Also ja, das ist alles so sehr eng. Ja, das Problem ist auch der eine Typ da, der mit seinen 1000 Autos, der blockiert die ganze Einfahrt da mit seinen. Das ist halt ein bisschen nervig. Und ich habe halt mega viele. Weil ihr auch so wenig Autos habt. Ja, richtig. Ja, gut, Jack hat nur eins, ne? Aber die anderen gehören ja alle Bailey. Ich würde gerade sagen, aber die hat er ja alle. Ja. Also. Ja, und ich habe halt oben, da oben mehr Platz zum Autos parken und genau. Naja. Schumasch ist halt schon geil. Wie viel zahlst du mittlerweile? Ich zahl 139. 239, jetzt noch 139 jetzt noch alleine. Ja, also für ein ganzes Haus ist das vollkommen nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist also, was ich bisher über Schumasch gehört habe. Ja. Ist das ja quasi Schnäppchen. Auf jeden Fall. Ja, und mit Check zusammen kann ich dann 220, 30 bezahlen, das ist auch okay. Check aber nimmt halt einen Großteil davon. Von dem Zusatzdings dann, ne? Ja. Nicht alles, weil so viel wie früher wird er doch nicht mehr in Dienst kommen, ne, aber. Ja. Okay. Das ist okay. Aber die Überraschung war echt mega gelungen, also ich habe mich mega gefreut. So. Ja. Ja, wo ich gehört habe, dass es nicht ganz so gelaufen ist wie geplant. Nee. Weil eigentlich sollte Jack ein bisschen mehr undercover sein. Ja, Jack hat so eine unverwechselbare Stimme, der kann seine Stimme halt nicht verstellen. Also kann auch schon, aber nicht so, dass ich es nicht hören würde. Ja, und von dem, was ich gehört habe, hat er auch nicht wirklich so klamottentechnisch nicht komplett was anderes genommen. Nee, war halt schwarz angezogen. Ja. Oh Gott, aber ich dachte eigentlich, der Zizi holt sich vielleicht nochmal so ein neueres Sakko und nicht eins seiner Alt-Opa-Sakkos. Ja, oder halt so irgendwie so. So ein knallbuntes Hawaii-Hemd oder so, das gar nicht zu ihm passt, weißt du?
Das wär's also. Und dann so mit Badeschlappen am besten. Mhm. Wie, boah, einfach halt so richtig, als wäre der gerade frisch aus Florida gekommen. Ja, genau. Das stimmt. Ach ja. Ah, ist doch trotzdem schön. Also ich bin mega aus dem Konzept gekommen, weil wir halt irgendwie. Ich hatte mit 3 Neueinstellungen gerechnet und dann so. Kennst du mich ab? Ja. Wer war jetzt wie viel und warum und überhaupt nie und was? Ich habe gerade ich habe gar nicht die Nebentätigkeitsanmeldung von Ryan so richtig wahrgenommen. Ah, da bin jetzt mit dem Gimmick, ja. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hm. Er hat aber gesagt, er bleibt uns Sauberheit auf jeden Fall erhalten, ne? Ja. Aber der dann abends auch dann mehr ein bisschen dort sein, das war okay. Kilo. Du weißt, wie viele Leute wir schon hatten, die in der Behörde angefangen haben und gesagt haben, ja, wir bleiben euch weiterhin erhalten. Ja. Du ja, selbst wenn nicht, dann ist das so. Ja. Meine einzige, wo es mal wirklich relativ lange sehr gut funktioniert hat, war Daniel damals, aber selbst der hat ja irgendwann dann aufgehört. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er das halt wahrscheinlich vormittags eher LST machen wird und abends halt Dingens. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Warte mal kurz. Emsen? Ja, Jugenddach. Auf der Nordlinie. Ich sitze gerade bei Kilo mit dem Bus. Da gucken wir hier an. Da tun wir den wieder rum, Leute. So, das wird hier zu quatschen. Ja gut, das ist ein Anpassungsfehler. Oh. Ja, ich skipp's weit. Hier kann ich sonst was sehen. Das war schon mal verknüpft, oder? Nein, das war nur dein alter Ego, das so nicht enthäuscht war, wenn ich da... Ja. Vielleicht hat er realisiert, dass er verarscht wurde. Ich speichere dich jetzt um, du hast Frankfurt zu nennen. Frankfurt hat das Problem. Ja. Also, Kommunikation und so, das scheint ja nicht deren Stärke zu sein. Ist ja auch was für mich. Hey, wir haben die Karte verstanden. Ja, einmal einen Tong für die Verbandskästen. Und nochmal ein Tech. Die Hand hat die 2 Rechnungen für die Verbandskästen. Die hat uns zweimal die Rechnung für die Verbandskästen gekriegt. Nein, dieselbe. Die wird nur doppelt verstanden. Ja.
Weil das wahrscheinlich, weil wir glaube ich mit der Fahrzeugbatterie ganz voll sind. Ich glaube, partieren wir in der Firma und haben die Firma. Ich glaube, die letzten Mal haben wir uns wegen einem Ausfall 25% gegeben. Das war auch eine Rückverteidigung. Nee, das müssen wir auch getan. Ja, nee, deswegen, ich frag einfach mal gleich so ein bisschen dumm nach, so nach dem Motto. Die kleine. Ja. Ja, ich werde gleich erzählen, wenn wir ein komplettes Bild sind, aber mal so nicht. Bin aktuell am Überlegen, ob ich eh mal jetzt so eine Woche quasi Urlaub mache. Vom LSD und dann jetzt mal einfach so eine Woche zwei, einfach mal einmal quasi die Ausbildung und Schulkopie und bei LSD dann nur das Nötigste. Okay. Chill doch. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, das ist eigentlich halt auch so. Das, ich meine, so ein paar Sachen müssen wir auch noch kümmern, aber wollte ich jetzt heute so ein bisschen noch machen. Ja. Aber habe ich ihn gestern auf den Sack gegeben? Aber. Dann waren wir bei der Meldung da. Sonntag, oder? Vorgestern habe ich das jetzt gesagt, eben auf die Watt gegangen. Weiß ich nicht, es war eine Zeit lang besser von mir, sozusagen. Aber ich glaube, die Sache ist, das Problem aktuell ist, glaube ich, echt das Mofak, ja. Also das Mofak aktuell so scheiße langsam ist. Weil das sind alles. Ja, aber das. Nein, da lag aber auch ein bisschen mehr so ein bisschen mehr. Weil ich habe eher das Gefühl, dass das aktuell irgendwie seit Juli oder whatever einfach das Mofak irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Probleme. Weil die sagen ja selber, die haben das Geld nicht, weil die das haben. Also, ja, deswegen. Ja, die. Ja, ich glaube aber, die haben. Also siehst du mir irgendwie, dass die im Laufe der Woche irgendwie noch die Leitung so irgendwelche Mofak-Termine hat und das dann potenziell damit geklärt wird dann. Ja, ich meine, ich habe uns ja jetzt schon mal ein paar Tage gerettet mit den Werbeeinnahmen für den Monat. Und ja. Und wenn ich die Genehmigung habe, kann ich die Einnahmen von den letzten Monaten ein bisschen hin und her schieben. Dann ist das eh. Nein, habe ich noch nicht, aber wenn ich die habe, dann ist das eh wieder unten. Ich glaube, diesen Monat könnte noch mal ein bisschen eng werden, aber ich glaube, wenn es so Richtung Herbst runtergeht, sollte das auch wieder ein bisschen sich entspannen. Hoffe ich zumindest nicht. Oder wir drehen halt den Ball ein bisschen mehr auf. Ja, und ich mach nur, wir machen noch Preiserhöhungen für die Dauerbusse. Das haben wir auch nochmal ein paar hundert Dollar im Monat mehr. Ja. Okay. Ja gut, nicht wenn ich meinen Plan jetzt so durchsetze.
Also, ja, morgen ist Mittwoch, also unterwegs sein werde ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt meinen Plan sofort umsetze. Ja. Ciao. Jo, ne? Jo. 3-1 Ankunft, oder B? Rainer war auch geil. Auch eins ich erzähl... Ich erzähle ihm das so mit, ja, würde mich dann halt jetzt mal so ein, zwei Wochen hier bei LSC ein bisschen zurücknehmen, damit ich einmal meine Ausbildung beim ACLS durchknallen kann. Mhm. Und Brian direkt so, ja, mach doch, wir brauchen dich doch hier eh nicht. Wow. Der Penner, ey. Kann noch kurz auf Toilette hüpfen. Tief einpacken kann ich. So. Dann mach ich gleich noch ein bisschen die Bürosachen und. Jo, geh mal kurz aufs Klo. Hi DJ! Hi DJ. Muss mal kurz aufs Klo, du kannst uns schon mal für irgendwie was eintragen. Ich hab dich schon so. Geh auf, ich muss mal. Danke. Alles dran sind. Kann ich Ihnen helfen? So.
Hallo. Hallo. So, was darf ich fahren? Ich bin jetzt gerade vom Klo wieder, ich habe gerade telefoniert. Einer muss auf jeden Fall City fahren. Ich könnte auch City fahren, sonst jemand anderes gerne. Ich habe mich für Nord 1 eingetragen. Für nächste Runde City 1. Mhm. Wofür steht denn? Noch gar nichts. Noch gar nichts, dann fahre ich eine Runde City 1. Okay, da ist ein Fahrgast, der möchte wahrscheinlich nach Brodinger, also nach Burton. Der war jetzt in El Perro, wird wahrscheinlich nach Little Soul aber laufen und von dort aus einsteigen. Nur damit du schon mal was gehört okay. hast. Okay, alles klar. Gut, dann trage ich dich ein und... Gut, dann fahren wir los. Ich mich auf CD2 ein und dann fahre ich auch los. Jo. Okay. Ja, dann mach das. Dann... Ich fahre jetzt auch. Gute Fahrt. Jo, euch viel Spaß. Gute Fahrt. Kommst du mit? Ja, die eine Runde noch. Ja. Dann. Dann mache ich hier Feierabend. Ja. Gehe ich zum ACS rüber. Aber bevor ich es vergesse, rufe ich nochmal beim FD an. Sales Basis. Die Elfen. Nord 1, Bus 7. Nord 1, City 1, Bus 5. City 2, Bus 3. So, FD ist auch soweit geklärt, sollten die nicht irgendwie an dem Tag akuten Personalmangel haben und nur Note, also wirklich nur gerade so viele, um halt die Wache zu besetzen, haben wir, sind sie auf jeden Fall da. Na cool. Hört sich doch gut an. Ja. So, jetzt sind wir
Sprich mal Peyton an, vielleicht mal gucken, wie viele von denen dabei sind. Was er da schon dabei ist. Okay, der hat einfach weggedrückt. Wow. Gut. So. Hast du dir nur mal Brians Schichtvorlage angeguckt? Ja, habe ich gerade mit ihm drüber telefoniert gerade noch. Okay. Also ich finde die zweite auch besser. Also ich finde nur sein Emoji Gedöns für die Freigaben ist ein bisschen drüber. Das ist das Gutes. Da habe ich auch so ein bisschen gedacht. City 2, nach Betriebsführung am Stadtpark wieder aktiv. Ja, der mag das mit den Symbolen da immer. Hm. Also die Nord habe ich ja erkannt, was es darstellen soll, aber die City habe ich nicht erkannt. Ja, es ist. Es ist halt einfach, ja, ist eine coole Idee, aber das macht es nicht einfacher. Den, Preiseverlängerungen. Beziehungsweise Langzeitgeschichten. Also wir machen bei einer Bannerfolierung machen wir 1,5 Profit. Bei einer Frischfolierung Vollpreis. Bei einer Vollfolierung machen wir 2,8 Profit. Ist das nicht aber schon ordentlich? Achso, ja, du wolltest die Dauer, das wolltest du erhöhen, ne? Das sind die Profite, die wir bei den, wir machen aktuelles Preismodell. Ist allerdings Tausender für weiter Dauer, also Daueraufträge. Dauer. Ja, da kann man schon nur ein bisschen hochgehen, finde ich. Aber das ist ja fast geschenkt. Ja, deswegen. Also beziehungsweise Dauer für eine Banner oder für Vollpolierung? Banner. Okay. Was war da die regulären Gewinn? 1500, hast du gesagt? Ja, 1500. Und jetzt haben wir 1000. Also ja. für Dauer. Ja. Die 1250 machen. Die Hälfte. Warte mal kurz, was ist jetzt hier mit dem Bier schon wieder falsch? Ich glaube, ich keine Preise mehr drin für. Doch hier pro Seite. Was sagtest du gerade? 1250 würde ich da, glaube ich, machen, weil das genau die Hälfte ist. Also genau der Mittelding, weißt du? Zwischen 1000 und 1250. 1000 und 1500, mein Gott. Ja, nee, ich will, also mein Minimum wäre auf jeden Fall, dass wir hingehen und das auf selben Preis setzen wie, also dass wir genauso viel Profit machen. Achso, okay. Aber wir haben nicht so ein bisschen Rabatt nicht trotzdem ganz schön? Also. Ja, du machst ja in. Die haben. Thilo, ich rede gerade von dem, was wir Profit machen. Die haben, wenn. Die haben dann ja immer noch 50% Rabatt. Ach so, okay, ja, gut, das ja. Wir machen dann das Gleiche daran. Die zahlen nur 50%, weil im Endeffekt so. Geben wir dann einfach nur den, das weiter, was wir uns halt auch sparen. Dadurch, dass wir halt nicht weiter verlieren müssen. Okay. Die wollen wir halt weiterhin Tendenz Langzeitfolierung machen oder wollen wir die ein bisschen häufiger durchrotiert haben? Ich würde, glaube ich, Tendenz lang machen. Obwohl ich es halt auch teilweise ein bisschen schade finde.
Weil je nachdem würde ich halt entweder sagen, okay, wir machen es halt 1500 Basepreis und dann gehen wir halt hin und der Sohn. Je nach Verhandlungsbasis halt auch nochmal ein bisschen Rabatt hier und da. Aber wir gehen halt wirklich, setzen das ein bisschen drüber an, dass sie irgendwie sagen, okay, 1800 Basepreis für eine Verlängerung. Und die, die halt so ein bisschen Rabatt kriegen, kriegen dann halt auf 1500 runter, dass wir halt da weiterhin so gesehen Vollpreis verdienen. Also ich finde so Dauersachen eigentlich ganz cool, vor allem solange wir halt die Möglichkeiten dafür haben, dass wir jetzt nicht vollständig ausgebucht sind oder so. Ja, weil aktuell Ich meine, weiß das ich bindet ja halt. auch, ne? Ja klar, aber aktuell haben wir gefühlt teilweise mehr Anfragen und zu viele Dauer, als dass wir die ganzen neuen, also ganzen Anfragen halt durchsetzen können, weil wir halt Ach so, okay. aktuell nur zwei Busse haben, die durchrotieren. Zwei oder drei. Und der Rest halt Dauer ist. Okay. Weißt du, was ich meine? Ich will Ja, gut, das wusste unsere. ich nicht. Wir haben aktuell. Liegt aber auch daran, weil die alle Nord, weil die alle City und Retro haben wollen, ne? Ja, nur ich. Deswegen, das wäre dann auch noch die andere Geschichte, dass ich nochmal irgendwann dann so eine Sale-Aktion auf Nordbusse machen will. Ja. Weil du musst bedenken, wir haben jetzt. Gut, Morticians ist jetzt Sonderfall, aber. Sonst haben wir aktuell. Morticians wäre jetzt theoretisch auch insgesamt 3 Monate gebucht gewesen. Je nachdem, wie das jetzt da überhaupt weitergeht. Aber wir haben, wenn wir jetzt Bus 1 mitrechnen, selbst wenn wir Bus 1 mitrechnen, haben wir, und die Nordbusse nicht mitrechnen, haben wir 3 Busse, die frei rotieren können. Aber nichts auf Dauer haben. Und das ist mir halt immer so ein bisschen zu knapp, weil die Ja. halt dann echt auf ein paar gute Sales und. Klar, wenn wir die Preise jetzt anheben, dass wir da gleich viel Profit machen, ist schon mal ein guter Schritt hin, weil dann ist es für uns finanziell egal. Ich finde es halt so ein bisschen. Stört halt dann so ein bisschen Kreativität und so. Ja. Und ist dann halt so ein bisschen festgefahren. Aber kann man dann nicht dann eher so sagen, wenn halt Beispiel, das ist eigentlich hier, okay. Wenn wir halt keine freien Busse haben, dann müssen halt die. Liebe es. Alles gut. Die Stelle ist ein bisschen speziell. Ja. Ich habe einfach keine Frage. Nee, Nee. was sagst du? Was meinst du jetzt gerade? Wenn wir halt also keine freien Kapazitäten mit den Citybussen haben, dass die dann auf die Nordbusse kommen, weißt du? Ich meine, wo die Werbung ist, ist ja eigentlich genommen egal. Ja, nee, da sind Warum Leute halte halt ich mich wählerisch. dumm? Also sind die Leute halt einfach ein bisschen wählerisch. Das ist einfach so. Okay. Weil, zum Beispiel, Cameron wollte ich ja eigentlich auch auf den Nordbus schieben. Die wollten es aber so gut nicht, weil die halt sagen, wir haben keine Kunden im Norden. Ja. Und haben da auch Probleme teilweise. Dass Okay. Jo. da irgendwie was, keine Ahnung. Und sagen halt, die wollen halt dann nicht unbedingt Werbung im Norden machen. Was ich auch Ja, gut, voll ist dann verstehe. nachvollziehbar, ja. Und so ist es bei vielen anderen auch. Jetzt sagen, okay, nee, lieber in der Stadt, dann von dort werden die ja nicht so viel gesehen. Ja, Norden ist halt das Problem. Unternehmenstechnisch ist es auch ein bisschen schwierig da oben, ne? Ja. Also viel Gastro. Und da muss man nicht noch schon viel, die mit als Beispiel, ne? Viele Ja, Bürger brauchen, deswegen. dass sich das leisten können, ne? Ja. Das zu meinen und ich meine, wenn ich halt 10 würde, wäre zum Beispiel Brunos. Brunos würde ich voll gerne mal dafür kriegen. No. Wir haben aktuell jetzt unsere zwei Dauer-Koop-Partner.
mal rausgerechnet. Halt 4 Dauer. Ich fahr mal ein Stückchen vor. Kommen Sie rein. Hier vorne müssen Sie einfach mal ganz normal einsteigen. Echt auch ruhig ein bisschen freudiger. Genau. Ich will mit ganz viel Freude feste auf den Knopf drücken. Ansonsten fahre ich da mal ein Stückchen vor. Mal, probieren Sie es jetzt mal. Ja gut, dann müssen Sie mit dem nächsten Bus weiterfahren, ne? City 1, City 2, komm. City 1, hört. Kannst du kurz noch die Brücken halten, da würden noch 2 Fahrgäste mitgehen. Was? Nochmal? Langsam? Kannst du kurz eine Sekunde warten, da würden noch 2 Fahrgäste mitkommen. Wo meinst du? Beziehungsweise ein Stückchen weiter. Du bist ja schon mal bei Downtown jetzt, ne? Dann würde ich sagen, die sollen nach Downtown kommen. Sprich mal ein bisschen langsamer im Funk, ich verstehe dich nicht. Wo soll ich halten? Wo bist du denn gerade? Zwischen Little Soul und Downtown. Genau, die Fahrgäste würden jetzt zu Little Soul kommen. Die können aber auch ein Stückchen weiterlaufen, dass sie dir entgegenkommen dann. Ja, die sollen Richtung Downtown. Ja, genau. Sie sind schon unterwegs, sind gerade auf Höhe Genki. Ja, check. Vielleicht auch ein bisschen gut hinter wie. Ja. Also Rückstiege sehe ich niemanden. Komm, also wirklich kommen tut hier noch keiner. Und wir haben schon ein bisschen Verspätung, ein bisschen viel. Du hast denn ja auch gesagt, dass die Richtung Downtown kommen soll, oder? Ah, doch, ja, ich sehe Brückspiegel welche. Die laufen jetzt gerade los. Also, die sind schon fast unter dem Brücke, ich sehe euch. Ja, ich hoffe, los, finde ich gut. Jetzt mal ein Stückchen zurück, vielleicht. Wir waren, wir waren voll auf der falschen Seite. Du nimmst schnell rein, wir haben Verspätung. Ja, ja, sofort. Warte, ich gehe mal kurz nach hinten. Die alte Pappnase. Danke sehr. Was war das? Die Türverriegelung nicht komplett offen. Oh Gott, danke schön. Danke sehr, oh Gott. Okay. Ich habe schon, ja, egal. Sie fahren die Haltestelle Birten an. Ja. Ja. Perfekt. Oh, das war. Irgendwie haben wir auf der App geguckt und wir dachten, wir würden auf der richtigen Seite stehen. Juckt. Jetzt sollen wir auch mal auf so einen Fahrplan gucken, ne?
Wissen Sie, wo Sie den finden? Da können Sie auch den Linienverlauf sehen. Ist das nicht die Bus-App, oder? Ja, sowohl nee. Als auch. Also wir haben den auch noch auf Venture, ein bisschen mehr Detail. Ah, okay. Und vor allen Dingen haben wir auch auf Venture, in Venturegram quasi die Haltestellen nach Linien auch sortiert. Da genau, gehen Sie mal. Noch mal Fotos, wo ihr genau quasi stehen müsst. Ah, okay. Genau, gehen Sie mal oben bei Venture in die Suche Transit ein. Ja. Und dann finden Sie den registrierten Benutzer des Santos Transit Mitarbeiter. Ja. Dort gehen Sie drauf und unten finden Sie dann die Fahrpläne. Oh mein Gott. Oh, das ist wunderschön. Oh, das ist gut zu wissen. Aber sag mal, Luzi, machen die auch, die fahren die auch die Haltestelle an, wo dein Auto steht? Ja, ich glaube schon. Irgendwas oben Weinwood Hilm ist. Ne, Weinwood Ost oder so. Ich muss in die Nähe vom Downtown Cap von der Zentrale. Das ist Weinwood Ost, ja. Ah, okay. Ja, perfekt. Nächster Halt, Burton. Das ist schon meine Haltestelle. Oh, dann drücke ich dir ganz viel die Daumen für dein Bewerbungsgespräch, Mann. Danke dir, Luzi. Ja, dann viel Erfolg dabei, ne? Ja, danke ich Ihnen auch. Dann noch einen schönen Abend. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Ciao, Luzi. Ciao. Nächster Halt, Rockford Hills. Nächster Halt, City Administration. Nächster Halt, der Werbung. Ja, und sonst bisher einen angenehmen Tag gehabt? Ja, viel gelaufen, tatsächlich. Erst von Dynasty zur neuen Wohnung von der Freundin, mehr oder weniger gerannt, weil sie mit Fahrrad gefahren ist. Mm. Und jetzt dem Bus hinterher gerannt. Ich habe heute keine Lust mehr auf Rennen. Das glaube ich Ihnen, ja. Ja, das hört sich tatsächlich noch ein bisschen viel Sport an. Ja. Nächster Halt, Morningwood. Aber wenn ihr gleich quasi wieder im Auto, dann. Ja, ich werde heute keinen Schritt mehr laufen. Ich werde nur noch aus dem Auto immer rausplumpsen und das war's. Alles, was länger ist wie das Auto selber. Ja, unmöglich. Wird für das Auto genutzt. Ja. Machen wir genauso. Alles, was länger ist im Bus, ist, wird auch gefahren. Tatsächlich ist halt Universität. Aktuelle Verspätung, 4 Minuten, wir fahren die Linie zu Ende. Gibt es einen Grund, warum ihr arbeitet anscheinend beide hier, gibt es einen Grund, warum ihr zu zweit fahrt? Ist das wegen Sicherheit oder so, oder? Nee, das ist, liegt daran. Kurze Information, in der Punktfahrgleich, wenn ich die 1 fahren würde, nächste Runde würde ich einen Fahrgast haben, der gerne mit würde. Nee, ist einfach, dass ich... Okay, weiß ich Bescheid. Bisschen Bürokram nebenher mache und deswegen ein bisschen mitfahre. Bin aber wahrscheinlich auch pünktlich da oder ein, zwei Minuten später, aber das sollte eigentlich. Ja, ein bisschen passen. Gesellschaft, okay, verstehe. Ja. Dachte schon irgendwie, dass das vielleicht öfter vorkommt, dass irgendwie ein paar komische Leute hier einsteigen in die Busse.
Eigentlich sehr, 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 sehr selten, dass da irgendwie mal was passiert. Da okay. Jetzt halt wieder relativ publik mal wieder was passiert, aber es ist echt selten. Selten. Ja. Das ist auf jeden Fall. Nächster Halt, Vinewood Hills. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Okay. Ja, ich weiß nur von einem Kumpel, der arbeitet beim Taxiunternehmen und da passiert wohl echt häufig, dass die versuchen, die Taxis zu klauen, die Fahrer bedrohen. Okay. Ja, da habe ich ja schon was gehört. Ich meine, das Taxi wurde ja auch letztens irgendwie wieder eins geklaut. Das hatte ich auch gelesen, ja. Aber die haben ja Vinewood West. Zum Teil ganz gute Vorkehrungen mittlerweile. Ich weiß, es gab noch Zeiten, da war es deutlich schlimmer, für gerade was Überfälle angeht. Okay. Das stimmt, ja. Nächster halt Vinewood Boulevard. Wurde euch denn schon mal einen Bus geklaut oder kommt sowas nicht vor? Hast du am Freitag auf Venture geguckt? Nee, aber ich guck super selten auf Venture. Oh, wurde euch ein Bus geklaut? Am Freitag, aber war eigentlich auch das erste Mal, dass uns tatsächlich, glaube ich, einer komplett geklaut wurde. In wow. 3 Jahren, die ich jetzt bei LSD bin, das zweite Mal. Wow. Ach so, ja gut, die eine Aktion. Meinst du die eine Aktion? Oder die eine mehr? Aktion, die Brückenaktion, ja. Ja. Ich bin mal eben auf Klo. Ich fahr kurz bis Vinewood Ost. Ist er denn gleich hier vorne? So, dann lasse ich sie hier raus. Perfekt, danke nochmal fürs Warten und jo, kein Problem. Ich hoffe, die Verspätung ist nicht allzu schlimm. Alles gut, ich warte sie auf den Kollegen und dann passt das. Okay, dann genau. Schönen Tag noch. Ja, auch so. In welche Richtung ist Downtown? Hier geradeaus. Geradeaus. Oh. Und dann übernächst okay. Rechts. Okay, danke. Bis dann. Ja, Tilo. Jo, hi, du fährst noch, ne? Die City 1 jetzt. Ja. Dann nimm am besten den Bus von der City 2, weil ich warte hier noch auf Barry, der hat Betriebsstörungen. City 2 ist auch nicht da. Bitte? City 2 ist auch noch nicht da. Ja, dann nimmst du. Steht irgendwo noch ein Retrobus rum? Auf den Linien? Oder nimmst du irgendeinen anderen? Weil ich hab's nicht bis 20 Uhr, ne? Ja, dann nimmst du einfach irgendeinen, der auf den Linien steht, ne? Also, oder halt an der Werkstattkante gucken, ob da ein Bus steht. Das ist noch ein Reservebus, ne? Kannst du den zur Not nehmen. Ja. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Okay, bis gleich. Meine Mutter ist denn nicht. City 2 Ankunft, oder wie?
mit meiner Mute-Taste. Nicht, dass wir nicht mehr richtig muten. Guten Tag. Jo, ne? Gut. Jetzt keine Ahnung, warum der Bus so war, ne? Also. Jo, ich hab verstanden. Deine Typ hier ein bisschen leid. Ja, so ein bisschen schon, aber rechnet man ja nicht damit, ne? Also. Ja. Die Idee bin ich nicht gekommen, so. Ach ja. Elf auf City 1, Spur Bus 3. So, TJ haben wir ja auch fertig bekommen mit der Ausbildung, zumindest mit den einzelnen Einserlinien. Das geht inzwischen auch ganz gut. City-1-Ankunft, ZOB mit Tankstopp. Wieso angeln denn Autos? Ja gut, Tom und Ella. So. Ich geh mal rein. So. Feierabend. Hallo. Hallo. Na, alles gut? Lebe dir. Ja, auch. Eine Dame vom Airport hat angerufen, die meinte, die komplette Lobby steht voll, irgendwie, die sind wohl mehrere Flieger gerade gelandet, die wollte nur Bescheid geben. Okay, dann sollten wir so Verstärker fahren. So, ich setze hier eins Verstärker. Genau, dann kannst du, Vettel, dann gerne Verstärker fahren, City 1. Okay. Ist doch jemand im Dienst sonst? Der Dings Tyler, glaube also, ich. Außer TJ, genau. Dann bitte auch die Hotline übernehmen. Hat den Grund, dass TJ aus gesundheitlichen Gründen keine Hotline nehmen kann, ne? Was nochmal? Sorry? Dann wird auch die Hotline nehmen, ne? Weil TJ kann und soll keine Hotline übernehmen, aus gesundheitlichen Gründen, ne? Okay, den übernehme ich. Genau.
100. Tom Bones hat die noch. Das bin ich, ja. Die kannst du gerne übernehmen. Okay, gut. Welchen Bus soll ich nehmen? Weil er hat jetzt den Verstärkerbus genommen. Soll ich einfach den ersten nehmen? Dann ist mit dem Verstärkerbus gefahren, ne? Dann fährst du einfach erstmal jetzt. Ja, genau. Du kannst dann fahr einfach mit dem. Wo ist der City 2 raus? Ne? Er ist mit City 2 rausgefahren. Ja, ich jetzt gerade gut weil ihr so lange. Ach so. Ja, dann tausch ich einfach. Dann fährst du mit City 1 Bus, das passt schon. Genau. Okay. Hier rum ist ja scheißegal. Ja, gut, dann gehe ich nochmal kurz in den Schichtplan und trag mich ein. Alles klar. Gut. So, dann viel Erfolg, schönen Feierabend, man nutzt sich, ne? Jo. Ich bin auch mal gleich. Ciao. Hallo. Hallo. Gibt wohl gerade erhöhtes Passagieraufkommen am Airport. Was? Läuft. Ernesto fährt jetzt auf jeden Fall, TJ ist ja auch noch ein bisschen da. Der TJ habe ich gerade gesehen, der wollte fahren, ja. Toll, der zu mir und der Juniorbusfahrer reißen die Einreise ab. Tom ist gerade raus, der wollte gehen. Kriegen sie schon hin. Ja. Gut. Wunderbar, dann würde ich jetzt Feier machen. Mach das. Irgendwelchen Orga-Kram zu klein, ich glaube nicht, ne? Aber das glaube ich alles soweit durch. Ja, ich wollte sagen, das hat man jetzt eigentlich gerade soweit. Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Guten ja. Abend, komm gut nach Hause. Die du dann. Bis dennsen. Ciao. Tüdü. So. Ganz kurz, wie geht meine Mute-Taste nicht? Was ist denn hier mit OBS los? Wir sind auf dem Sack gerade. Hä? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich denn das nicht mehr doppelt belegen? Was zur Hölle? Hä? Was soll das? Jetzt geht's. Hä?
Nur wenn ich in dem Dings bin und nicht wenn ich in GTA bin. Hä? Och, Junge. Ich bin so einen Scheiß zu befassen, ey. Halt. Ne, meine Mute-Taste geht nicht mehr, geil. Was ist denn das für ein Schwachsinn? So, guck mal nochmal weiter. Also jetzt siehst du sogar, dass hier die Mythos dann nicht geht. Ist irgendwas umgestellt? Und mein Dings hatte ja vorhin schon ein paar Macken gehabt. Ne, Fenstermodus und nur Rahmen ist eigentlich dran. Mal kurz AFK. So.
Partner nicht gemeldet. Ja, gut, dann fahren wir nach Hause. Okay. Hunger, wo ich noch hinwählen können. Entweder sogar einer von den neu eingereisten mit am Stream. Oder neu einreisenden. Oder steigen, damit er nicht. Ich kommt.
Guck ich mal, wo ich euch hinwenden kann. Geh doch wieder eine Mute-Taste, wenn Kitty an. Ich läuft was für ein Quatsch. Okay. So, ist denn hier jemand da? Der hier vielleicht gerade am Einreisen ist, dem man eine kleine Freude machen können, wenn wir ihn reden. Sie hätte spontan das mal kein, zumindest keiner normal. Einreißt, nenne ich es mal so. Gut, ja, dann, ja, sucht euren Weg. Bis dann.